Hallöchen und herzlich willkommen hier beim Pro Cycling Manager zum nächsten Rennen. Die Classic des Sourd Ardèche, glaube ich, heißt das Ganze, ist heute auf dem Programm. Steht heute auf dem Programm 191,6 Kilometer von Worms nach Worms, ein Eintagesrennen. Der Herr Sellers hat mich darum gebeten, die Favoriten einzublenden, was ich jetzt leider in den letzten Parts wieder vergessen habe und auch heute wieder vergessen habe, einen Screenshot davon zu machen. Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, aufnehmen möchte ich das Ganze ungerne, weil durch den Ladescreen manchmal die Aufnahme sich verzerren kann. Anthony Roux ist aber einer der Favoriten heute, auch Daniel McLay ist mit dabei und das sind auf jeden Fall die Fahrer, die mit am Start sind. Es tut mir echt leid, beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich denke daran. Ansonsten wäre das ja wirklich sehr, sehr doof. Auch die Mannschaft Kaya Corral ist mit dabei. Gucken wir gerade mal, mit welchen Nullen die wieder am Start sind. Also Carrizosa ist dabei, Gonçalves, González, Lastra, Masbonet, Molina, Salas und Zurita. Eine relativ schwache Mannschaft für deren Verhältnisse. Auch der ehemalige Vize-Weltmeister Paul Martens ist mit am Start. Wird heute auch zu den Favoriten zählen, bin ich mir ziemlich sicher. Unsere Mannschaft besteht heute aus Lukas Spengler, Till Schuster, Jan Sokol, Mansour Ali Thani, Ivan Santaromita, Daniel Biedermann, Joanny Utarovic und ja, Luis Verwacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten nicht mehr so die große Wahl, während jetzt hier gleich mal Utarovic die erste Attacke setzt. Wo ihm allerdings gleich hinterhergefahren wird. Auch Tira Longo steht mit am Start. Also Utarovic will mir gar nicht erst wegfahren lassen, wie es aussieht. Überhaupt nicht. Also Utarovic, würde ich jetzt heute nicht so als Favorit sehen, aber okay. Wenn die dem so folgen, trauen die dem scheinbar ein bisschen mehr zu, als ich sogar. Und da haben wir den P-Bug wieder. Das ist super. Das ist einfach nur beschissen. Also dieser Bug ist einfach nur unfassbar nervig. Ja. Dann probieren wir es mit Verwacke, vielleicht wegzukommen. Mit dem haben wir heute tendenziell auch mehr Chancen, muss man auch sagen. Also jetzt die Attacke von Luis Verwacke und der kommt auch erstmal weg. Dem fahren sie nicht hinterher. Also sehr interessant, wie da immer so die Auslegungssache ist. Oh, ich muss hier... So... Fahr erstmal Einsatz, 65er Einsatz und Verwacke kommt weg. Es will ihm aber auch sonst keiner hinterherfahren. Was jetzt vielleicht gar nicht so geil ist. Wir gehen das Ganze erstmal langsam an, damit wir hier ihn nicht gleich verheizen. Utarovic, ich weiß nicht, ob das nicht heute zu schwer für ihn ist, ehrlich gesagt. Also allein das Finale ist halt schon ziemlich happig. Für so einen reinrassigen Sprinter, wie es Utarovic ist. Oh, es sind einige Fahrer gestürzt. Mit dabei Carrizosa habe ich gelesen. Auch Arashiro aus Japan ist scheinbar zu Fall gekommen. Was bei diesem Regenwetter natürlich kein Wunder ist. Keine Frage. Da ist das nicht sehr überraschend. Ja, dann gibt es noch ein Thema, worüber wir jetzt mal reden können. Und auch sollten. Wo wir es von der Mannschaft Kaya Corral hatten. Oder Kaja Corral, wie man sie jetzt wieder nennen kann. Der liebe Terol P hat bis auf weiteres sein Let's Play zum Pro Cycling Manager 2017 beendet. Ja, jetzt könnt ihr sagen, nö, Fritte, dass Terol P mal anfängt und dann wieder keinen Bock hat, ist doch nichts Neues. Aber ich muss wirklich sagen, er war so motiviert dabei, zumindest am Anfang, ja, als er im PCM 16 angefangen hat, war er echt mega motiviert und auch wenn es beim PCM 16 natürlich am Ende auch wieder so die letzten, ich weiß gar nicht, die letzten 10 Folgen, glaube ich, war es dann doch so, dass es wieder unregelmäßig wurde und die letzten 2-3 Folgen, die waren ja extrem unregelmäßig, die kamen ja dann irgendwann... Einige Monate später, als dann schon der PCM 17 beinahe rauskam. Ja, auch wenn das alles der Fall war, und auch wenn man natürlich so ein bisschen aus der Vergangenheit wissen sollte, okay, Pascal ist da halt irgendwie, ja, einfach auch vielleicht mit, nicht mit der Motivation dabei, das jetzt unbedingt durchziehen zu wollen. Kann schon sein.
Aber trotzdem finde ich es schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es wirklich schade. Dieses Let's Play hier, was ich hier gerade aufnehme, ist im Prinzip nur dadurch entstanden, dass Pascal sein PCM 16 Let's Play gemacht hat. Ansonsten wäre das wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, dass ich auf einmal wieder Pro Cycling Manager Let's Play, weil eigentlich habe ich ja mit dem PCM 14 einen guten Abschluss gefunden. Da waren wir auch sehr erfolgreich am Ende. Ich muss mir sagen, wenn ich mir die heutige Mannschaft anschaue, beiß ich mir schon ein bisschen in den Arsch, weil die Fahrer, die wir da im Team hatten, alleine wenn ich da an Maintiers denke, an Ciolek und an Moser, ja, das ist schon unfassbar einfach nur, dass ich das einfach aufgegeben habe. Aber okay, ist jetzt halt so, ja. Und irgendwann war es halt auch mal gut. Ist ja auch, ich bereue es ja jetzt auch nicht mega, aber und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, das Let's Play ist vorbei. Und damit habe ich euch den Pro Cycling Manager mal gezeigt. Und dann soll das Ganze auch gut sein. Dann machen wir irgendwie, was weiß ich, FIFA oder sowas. Und Spengler ist gestürzt. Ganz kurz. Sorry, Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's hier mit dem Rennen. Ja, wir gucken mal ganz kurz nach Spengler, bevor ich jetzt hier weiter rede. Immer reden oder reden. Spengler hat auf Santa Romita aufgepasst, ne? Das heißt, das Doofe ist jetzt auch, dass Santa Romita aktuell keinen Helfer hat. Oh, hier ist ein Costa Ricaner. Cool. Wobei, jetzt ist er wieder da. Alles klar, perfekt. Ja, also wie gesagt. Und von daher, dieses Let's Play ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass Pascal wieder gesagt hat, ey, ich Let's Play jetzt wieder und ich mache den Pro Cycling Manager. Schade. Wirklich einfach nur schade, dass er aufgehört hat. Ich meine, man hat ihm einfach auch in den letzten Folgen angemerkt und ich fand auch ganz ehrlich, in den letzten Folgen vom PCM 16 fing das schon an, dass man ihm angemerkt hat, dass er einfach nicht mehr so Bock hat, dass er das Projekt jetzt durchzieht, um es durchgezogen zu haben. Aber dass da einfach der Spaß nicht mehr da war am Spiel. Beim PCM 17 am Anfang war es wieder ein bisschen da, aber auch im Vergleich zum PCM 16 überhaupt nicht vergleichbar. Und ja, ist einfach schade. Ich meine, ich kann es irgendwo verstehen. Er hatte ja da technische Probleme. Irgendwo kann ich es aber auch nicht verstehen, weil, ja, gut, aber er hat halt einfach keinen Bock mehr. Und wenn man keinen Bock mehr hat, dann kann man es auch bleiben lassen. Und insofern ist es halt einfach dann auch nur konsequent. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Let's Play von ihm verfolgt habt oder nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schade findet. Oder ob ihr es nicht schade findet, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal sagen, wie das bei euch ist. Ja, ich finde es natürlich auch aus dem Grund schade, weil wir eigentlich gesagt hatten, wir machen es so, dass ein Tag eine Folge bei ihm kommt, ein Tag eine Folge bei mir kommt. Damit ihr eben die Stereo-Dröhnung habt, sozusagen. Und ja, hat sich ja damit erledigt, ne? Ich meine, ich werde es jetzt trotzdem erstmal dabei lassen, dass wir alle zwei Tage eine neue Folge rausbringen. Einfach, weil sich das jetzt ganz gut bewährt hat. Ich habe damit dann auch keinen Stress, muss ich auch mal sagen. Und im Feld gibt es wieder einige Stürze. Ben Gastauer habe ich gesehen, Brice Fillieu ist auch gestürzt. Also ich werde es jetzt erstmal dabei lassen, dass wir eben alle zwei Tage eine neue Folge dann haben. Ich finde, das ist ganz okay. Und wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal dabei belassen. Ich werde es dabei beruhen lassen. Und auch wenn dann eben an dem jeweils anderen Tag keine neue Folge mehr kommt, weil Pascal keine mehr macht, naja, denke ich doch, dass da genug anderes Zeug auf dem Kanal kommt. Sei es jetzt hier NHL momentan oder jetzt Mario Star Road, was ihr euch natürlich alle gerne anschauen könnt, wenn ihr wollt. Ist so ein kleines Herzensprojekt von mir, was ich schon seit Beginn meiner Let's Player-Karriere eigentlich mal zeigen wollte. Und jetzt ist es endlich mal soweit, nach 5 Jahren. Naja. Und ja, mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal wieder irgendwas anderes hier. PCM-mäßig. Vielleicht mal wieder so ein Zuschauprojekt, wie damals die Tour, wo keiner teilnimmt oder ne, mit den Zweitliga-Teams und so. War ja auch mal ganz interessant. Vielleicht machen wir sowas mal wieder in der Zukunft. Mal gucken.
Mal gucken. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass Pascal aufgehört hat. Das ist eigentlich auch schon die Kernaussage, die ich damit treffen wollte. Mehr ist eigentlich gar nicht. So, ganz kurz mal. Ich muss hier mal was probieren. Ja, okay. Tschüss, Controller. Auch gut. So, ich habe jetzt mal das Mikro ein bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Und es ist auch für mich ein bisschen angenehmer, weil ich ein bisschen aufrechter sitzen kann jetzt. So, das ist ganz angenehm. Doch, passt. So, oh, fuck. Was ist jetzt hier passiert? Es gab gerade einen riesigen Sturz im Feld. All unsere Fahrer hat es erwischt, mit einer Ausnahme, nämlich von Mansour Al-Thani. Schuster ist auch schon wieder auf den Bahn. Ach du Scheiße. Okay, Al-Thani, ich würde sagen, du bleibst jetzt mal vorne, ganz klar. Du bist jetzt hier ein Kapitän, auf einmal. Also wenn es so bleibt, was ich nicht hoffe, ehrlich gesagt. Santa Romita, Sokol, alle gestürzt. McLay zum Glück auch mit dabei, das heißt Fortuneo wird uns schon mal helfen, davon können wir ausgehen. Aber es ist so eine große Gruppe, ich glaube nicht, dass das hier dabei bleibt. Sepulveda ist auch mit am Start, aber die fahren scheinbar für McLay, wie es aussieht. Ich denke mal, das Feld wird wieder zusammenkommen. Da habe ich ja gar keine Bedenken. So, Tarovic und Biedermann, wir schauen einfach mal. Wir lassen mal die anderen für uns arbeiten. Wie gesagt, die Mannschaft Fortuneo ist mit drin. Und Tarovic, der hat heute echt die Scheiße am Fußleben, oder? Oder am Rad in dem Fall. Joheni Tarovic ist jetzt aktuell Letzter. Und kann jetzt schauen, wie er wieder rankommt. Biedermann wartet mal auf ihn, sehr gut. Und Santa Romita ist wieder mit dabei. Sehr schön. Sehr, sehr fein das Ganze. So, dann fahrt ihr wieder nach vorne. Udarovic wird mal vom Biedermann wieder nach vorne gebracht. Ich hoffe, das klappt. Und hier haben wir Police von der Mannschaft. Oh, was ist denn das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Hier. Armee de Terre. Da ist Police gestürzt. Und den versuchen die jetzt ranzubringen. So, Luis Verwacke. Letzten 40 Kilometer. Er ist immer noch vorne. Aber langsam, aber sicher werden die Beine halt auch bei ihm schwer. So, Al-Thani kann wieder durchatmen. Muss nicht fürchten, dass er hier als Kapitän das Rennen zu Ende fahren muss. Ich glaube, es wäre auch für ihn ein bisschen hart gewesen jetzt. So, Tarovic kann gerade mal Flaschen holen für die beiden, ey. Oh, hier ist schon wieder ein Sturz geschehen. Ach du liebe Zeit. Police wieder involviert. Also Armee de Terre hat hier richtig Pech. Aber für uns ist das gar nicht mal schlecht. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hutarovic und Biedermann gleich wieder in einer brauchbaren Gruppe sind, dann doch ein bisschen höher. Remi Di Gregorio ist da auch mit drin und die sind auch nicht mehr so weit weg vom Hauptfeld. Also da könnte der Zusammenschluss definitiv noch klappen. So, Verwacke, erstmal ein Gel, 1 Minute Vorsprung hat er noch, 36 Kilometer vom Ziel. So, Al-Thani hat jetzt langsam Probleme, die Flaschen an den Mann zu bringen. Aber es geht jetzt bergab, also sollte das schaffen, denke ich mal. So, das hier ist das Restprogramm. Ach du Scheiße, und Al-Thani stürzt schon wieder. 1, 2, 3 Hügel, davon einer richtig deftig, die anderen gehen so. Schuster hat jetzt auch den Kontakt zum Feld verloren. Spengler kann jetzt mal hier die Flaschen holen. Und jetzt hier, Achtung, Sokol sieht auch so aus, als würde er hier beinahe den Kontakt zum Hauptfeld verlieren. Also zur ersten Gruppe vielmehr. Von Hauptfeld kann ja nicht mehr die Rede sein. Es ist jetzt schon extrem geschrumpft, muss man sagen. Die erste Gruppe.
Molina ist noch mit dabei, Böstelberger, auch Lastra. Von Caja Rural ist auch Masbonet mit dabei. Also die haben hier noch eine ganz gute Mannschaft. So, und Verwacke, der kann es jetzt eigentlich auch fast dabei beruhen lassen. 30 Kilometer sind es noch. Er hat noch ein paar Sekunden Vorsprung, wird also gleich eingeholt. Dann kann er eigentlich auch den Helfer spielen für Jan Sokol. Ich denke, das macht mehr Sinn. Sokol heute vielleicht auch eine Option. Er hat eine gute Tagesform, ist ein guter Sprinter. Während die hier wohl keine Option mehr sind. Hutarovic und Biedermann, das sieht nicht so aus, als könnten die hier nochmal reinfahren. Renntempo ist jetzt halt auch ziemlich hoch, muss man sagen. Und es gibt den nächsten Hügel. Santa Romita kommt ganz gut mit drüber. Sokol auch. 38 Fahrer. Ist das Feld jetzt groß? Also es ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich kann wieder die Tastatur benutzen. Sehr schön. Das heißt, na, der P-Knopf funktioniert nicht. Steuerung funktioniert. Fragt mich bitte nicht. Keine Ahnung, wie sowas sein kann. Sarah Motins ist dabei. Aus Lettland. Konovalovas aus Litauen. Wonti hat noch ein paar Fahrer mit drin. Gregor Bohle ist mit dabei. Ah, okay. Und hier kommen noch mal ein paar Fahrer mit dazu. Auch Police ist wieder mit drin. Aber vorne gibt es schon wieder einen Split. Und jetzt sind es noch 25 Fahrer an der Spitze. Auch Gruzdev aus Estland ist mit dabei. Also die Balkanstaaten, hätte ich fast gesagt. Die Baltikumstaaten sind hier gut vertreten, muss man sagen. Und unsere Mannschaft ist ebenfalls gut vertreten. Mit 4 Fahrern sind wir noch an der Spitze mit dabei. Auch wenn jetzt Luis Verwacke langsam aber sicher der Saft ausgeht, wie es aussieht. Wir tauschen hier gerade mal die Beschützer. Ich habe das Gefühl, Sokol könnte heute sogar die bessere Alternative sein. Jetzt geht es den letzten richtig harten Anstieg hinauf. Mal schauen, ob hier jemand versucht anzugreifen. Und da versucht es jemand. Und es ist Guillermo Masbonet. Ausgerechnet in der Folge, in der ich noch über Pascal und Caja Rural Let's Play rede. Und darüber, wie schade ich es finde, dass er nicht weitermacht. Hört hier Masbonet zu sozusagen. Und denkt sich so, ey, ich zeig Pascal, was für ein Fehler es war. Und greift hier direkt an. Aber FDJ macht hier ein unglaublich schwieriges Tempo. Le Gac ist zurückgefallen. Wen haben die noch? Pinot. Cedric Pinot. Wieder dieses dumme Lied, ey. Warum ist das in der Playlist? Ich weiß es nicht. Wen hat denn FDJ noch? Eigentlich niemanden. Wollen die hier auf Pinot fahren? Wir reden von Cedric, nicht von Thibaut. Also schon ein kleiner Unterschied. Oh, ich dachte schon, Alter. Das war Verwacke, auf den ich geklickt habe. Zum Glück nicht so cool. Ich dachte schon, wie ist der denn jetzt abgekackt so schnell? Ein Glück nicht. So, 25 Fahrer sind vorne. Ach, Anthony Roux haben die natürlich noch. Ja, der ist immer noch mit dabei. Alles klar, verstehe. Dann Bilbao, auch noch mit dabei. Ich wette, von dem werden wir auch noch was sehen. Und Jan Sokol kann sich jetzt wiederholen. Mann, was hat der für eine gute Regeneration, ey. Krass. Einfach ein krasser Dude. Muss man einfach so sagen. Also, wie der sich wiederholt hat, krass. Doch, Restprogramm, ein kleiner Pickel. Ist noch auf der Karte. Die Gruppe jetzt schon wieder 45 Fahrer groß. Wir sind aber immer noch mit dabei. Mit unseren beiden Kapitänen. Mit Santa Romita und mit Jan Sokol. Anders sieht es hier aus für Hutarovic. Ja, ganz ehrlich, komm. Lass es sein. Biedermann, lass es sein. Alitani. Komm. Es bringt ja nichts. Okay. Ich bin gespannt. Wenn Sokol über den letzten Hügel einigermaßen drüber kommt, ist der hier ein Siegaspirant. Und das völlig unabhängig gesehen von der epischen Musik, die im Hintergrund läuft. Die hat damit gar nichts zu tun. Es ist halt wirklich so. So, Santa Romita ist vorne mit dabei. Jan Sokol ebenfalls. Der fährt hier super mit. Wahnsinn, was der hier für eine Performance abliefert. Und der Hügel ist vorbei. Heißt, jetzt können wir uns so langsam
auf den Sprint vorbereiten. Ich werde mich dafür eh hassen, aber wir versuchen es mal wieder mit einem Sprintzug. Oh nee, ey. Klappt doch eh nicht. Ich sehe das doch jetzt schon kommen, was das hier für eine Katastrophe wird. Aber warum nicht? Wir probieren es mal. Ups. Ja, da fehlt es doch wieder an allen Ecken und Enden. Schade, so eine gute Situation hier eigentlich. So cool, sprintet jetzt hier nochmal. Santa kommt auch nochmal raus. Gibt sogar eine bessere Platzierung für Santa Romita als für unseren eigenen Sprinter Jan Sokol, der überhaupt nicht in Fahrt kommt, der auch aus irgendwelchen Gründen gleich gesprintet hat. War ich wieder zu doof? Nee, oder? Oh nee, Leute. Ist nicht euer Ernst. Was sagt mir bitte nicht, ich war wieder zu dämlich. Ich befürchte, ich war wieder zu dämlich, ne? Sieg geht an die Mannschaft Bora. Und ich glaube, ich war wirklich wieder zu dumm. Matteo Pelucchi gewinnt vor Robin Stenjuit und Gregor Bohle. Dann Daniel McLay, Florian Senechal, Ivan Sataromita auf Rang 6. Amut Gröndal Jensen auf Rang 7. Jan Sokol 8. Dann Heinrich Hausler und Anthony Roux. Das also die Top 10 bei diesem Rennen. Teamwertung holt sich das Team Austria Cars vor Wanty Group und Bora. Interessiert aber bei Eintagesrennen niemanden, wie ihr wisst. Ich glaube, ich war wieder zu doof. Das hätte der nächste Sieg werden können. Wunderbares Rennen von beiden, von Santa Romita und von Sokol. Ich hätte halt... Ach man, hätte, ey. Das ist doch scheiße. So, in der nächsten Folge sehen wir uns zur Abu Dhabi-Rundfahrt, zur Königsetappe. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Und da würde ich sagen, bis dorthin, liebe Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao. Und nochmal ciao.